Herzlich willkommen in Diemels bei Regulin am See zum Puppentheater. Ja, eine weihnachtliche Geschichte, eine Kurzweil für kleine und große Kinder. Eine Geschichte zum Schmunzeln und Nachdenken, wenn man möchte. Okay, also gleich geht's los. Sieht ja schon wieder nach Weihnachten aus. Boah. Ganz klar, die mieseste Zeit des Jahres. Der eklige Plätzchengestank, das widerliche Gesinge und dieser fiese Frohsinn. Boah. Und Geschenke, wenn ich das schon höre, schenkt mir etwa einer was? Nein, ich muss mir die armen Seelen doch schließlich auch selber holen. Den hat der Teufel geholt. Das kennt man, aber den bringe ich jetzt mal dem netten Teufel nebenan vorbei. Nein, das sagt kein Mensch. Und ihr da unten, ihr Kinder, mögt ihr Geschenke? Ja. Oh, es ist hoffnungslos. Kann man dieses Weihnachten nicht noch irgendwie verhindern? Wie viele Wochen sind das jetzt noch? Eine. Oh Gott, eine nur noch. Hilfe! Mir muss was einfallen. Weihnachten darf nicht schlüpfen. Mir muss was einfallen. Hallo! Hallo! Ist denn hier keiner Beschwerdestelle? Hallo! Ich will mich beschweren. Ich hab nämlich Recht. Und weil ich Recht habe, muss ich mich beschweren. Und weil ich mich beschwere, hab ich Recht. Ach, ist denn hier keiner? Wisst ihr vielleicht, wo die Beschwerdestelle ist? Hä? Wisst ihr nicht? Werdet ihr auch so gemein behandelt wie ich? Also ich auf alle Fälle. Deswegen muss ich mich jetzt beschweren. Hallo, Beschwerdestelle. Ist denn hier keiner? Das sieht ja aus wie ein Osterhase. Und das mitten im Dezember. Und beschweren will er sich. Mit Unzufriedenheit kann ich arbeiten. Unzufriedene Osterhasen sind gute Osterhasen. Mal schauen, wie ich es rauskriege, was er will. Hallo! Hallo, ist denn hier keiner? Mensch! Beschwerdestelle für unzufriedene Osterhasen. Mein Name ist Dr. Teufel. Wie kann ich Ihrem berechtigten Anliegen zum Durchbruch verhelfen? Na, endlich! Das wird aber auch Zeit. Sehen Sie, also ich bin nämlich Osterhase. Was? Osterhase? Ja, das trifft sich ja vorzüglich. Wir sind seit Jahren auf die berechtigten Beschwerden von Osterhasen spezialisiert. Ach ja? Unglaublich, wie die immer noch behandelt werden. Geradezu hasenunwürdig, sage ich nur. Na, endlich einer, der mich versteht. Ja, also mir als langjährigem Leiter der Osterhasen-Beschwerdestelle können Sie absolut alles anvertrauen. Sagen Sie es frei heraus. Ja. Was ist geschehen? Geschehen? Das ist es ja eben. Nichts ist geschehen. Alles ist wieder wie letztes Jahr und vorletztes Jahr. Ostern, also mein Ostern war nur 2 Tage. Und Weihnachten herrscht wochenlang Trubel. Der Weihnachtsmann ist 4 Wochen die wichtigste Person überhaupt. Und
dafür mal ausgerechnet. Also ich muss immer nach Ostern 363 Tage warten, bis ich wieder drankomme. Ist einfach ungerecht. Und dann, wenn ich im November noch draußen rumläufe, dann zeigen die Leute mit Fingern auf mich und sagen, hey Osterhase, bist wohl ein bisschen spät, oder? Und selbst im März sagen sie, bist wohl ein bisschen früh dran. Das ist einfach ungerecht, 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 ungerecht. Und deswegen komme ich mich jetzt beschweren. So. Der bescheuerte Osterhase ist vielleicht meine Chance, Weihnachten nochmal richtig aufzumischen. Mal schauen, wie ich es anfange. Na, schon eine Idee. Aber lieber werter Herr Osterhase, ja. Wir von der Beschwerdestelle für unzufriedene Osterhasen, wir kennen doch längst Ihr Problem. Hat Ihnen denn noch niemand was gesagt? Nein. Es ist etwas geschehen. Ja? Ja, die höchsten, ja was sage ich, die allerhöchsten Stellen haben angeordnet, dass dieses Jahr die Osterhasen komplett Weihnachten übernehmen. Und was sag ich? Weihnachten, das heißt ja auch schon längst nicht mehr so. So. Weihnachten hat doch eh keiner verstanden. Was zum Beispiel ist ein Wein? Aber was ein Ei ist, das weiß jeder. Und dass die Osterhasen sie legen. Deswegen heißt das Fest ab sofort Weihnachten. Wir singen Weihnachtslieder und die Leute bekommen Weihnachtsgeschenke. Und Sie, verehrter Meister, sind der Weihnachtshase. Ja, das Christkind, den Weihnachtsmann, Knecht Rupprecht, die ganze korrupte Bande, die haben wir verjagt. Denn wer braucht Weihnachtsmänner, solange Deutschland so fähige Osterhasen hat? Bravo! Bravo! Ja, das ist ja großartig. Also, dass ich darüber leben darf. Ich bin ganz gerührt, aber kann ich Ihnen denn vertrauen? Also, das kann ja jeder erzählen. Aber lieber, werter Herr Weihnachtshase, mir als Leiter der Osterhasen-Beschwerdestelle können Sie blind vertrauen. Ach, ja. Ja, also wir scherzen nie mit todtraurigen Osterhasen. Wenn auch nur ein einziges Wort nicht wahr sein sollte, was ich gesagt habe, dann soll mich augenblicklich der Teufel holen. Ja, aber das ist ja großartig. Aber ich bin Weihnachtshase. Aber ich freue mich so. Aber um Himmels Willen, warum hat mir das keiner früher gesagt? Ich muss ja Eier legen und Osternester bauen und dann die ganze Eierlogistik. Bei dem Schnee, wie bringe ich denn die Eier in die Häuser? Um Himmels Willen, ich muss los, ich muss sofort los und alles organisieren. Einheitshase, nein, kommen Sie doch nochmal hier zurück. Nein, das haben wir doch alles für Sie organisiert, gar kein Problem. Ach so. Vielleicht, also es könnte ein kleines, sagen wir mal, musikalisch-technisches Problem geben. Ein Problem? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie meinen, wir könnten nicht singen, wir Osterhasen. Nein, das sagen höchstens die Weihnachtsmänner. Also wir können ausgezeichnet singen. Sie werden keine Engel und keine Christkinder mehr hören wollen. Und pass auf, ich singe Ihnen was vor. Oh nein, nicht singen. Oh, du selige Ruhe. Sie wollen doch nicht etwas sagen? Ich würde nicht gut singen. Nein, Herr Weihnachtshase, nein, ich habe Stille Nacht, Heilige Nacht noch nie so stimmungsvoll gehört. Wirklich. Das war, oh du Fröhliche, ach du Banause. Tut mir leid, aber wie dem auch sei, Herr Weihnachtshase, das Problem ist ein ganz anderes. Kommen Sie doch noch mal mit. Schauen Sie mal da raus. Draußen, da sind boshafte Menschen. Die gönnen euch Weihnachtshasen den Erfolg nicht. Die hängen noch am Weihnachtsmann und singen auch noch die alten Weihnachtslieder. Wenn ihr da nicht gegen vorgeht, dann herrscht hier bald wieder der Weihnachtsmann. Ja, also der soll bloß kommen, dem werde ich es zeigen. Wie erkenne ich denn, wer noch an den Weihnachtsmann glaubt? Das ist kein Problem. Wir haben da einen einfachen Test entwickelt. Kommen Sie mit. Hier, ja. Da. So. Ja. Sie stellen sich einfach hin und fragen, wer bin ich?
Aber Sie sind doch der Herr Dr. Teufel. Nein, doch nicht ich. Ach so. Okay. Wer bin ich? Alle Vernünftigen wissen Bescheid und sagen natürlich wie aus einem Munde der Weihnachtshase. Wenn aber noch jemand sagt, der Osterhase, na dann wissen Sie, das ist ein Komplize des Weihnachtsmanns. Gut. Das können Sie gleich mal ausprobieren. Hallo, seid ihr alle da? Seid ihr die Kinder? Ja? Ja. Ich möchte gerne wissen, wer bin ich? Was? Nein, habt ihr nicht aufgepasst? Das hat der Teufel doch erklärt. Na ja, gut, also wenn das nicht funktioniert, da gibt es noch einen anderen Test. Also Sie können einfach sagen, singt mal ein Weihnachtslied. Singt mal ein Weihnachtslied. Okay. Alle, die vernünftig sind, kennen natürlich die neuen, verbesserten Texte der Weihnachtslieder. Also Stille Nacht, eiernde Nacht. Oh, du fröhliche, selige, eierbringende Weihnachtszeit. Ja, das ist gut. Oder schließlich, es ist ein Haas entsprungen. Ja, naja, und wenn die noch die alten Weihnachtslieder singen, ja, da müssen sie radikal singen vorgehen. Was tue ich denn mit ihnen, wenn ich es erwischt habe? Das ist ganz einfach. Da müssen Sie draufhauen, Da habe ich was für Sie. Das nennt man eine Rute. Die Kinder da unten, die kennen das gar nicht mehr. Die hat früher mal dem Knecht Ruprecht gehört. Aber den haben wir ja verjagt. Und jetzt, Herr Einerhase, ist das Ihre Rute. Die ist aber schön. Ja, wunderbar. Jetzt auf geht's. Sie haben viel zu tun. Ja, da sind viele Weihnachtsmänner da draußen. Auf. Ja, ich bin der Weihnachtshase. Auf geht's.